Sehr geehrte Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich versuche jetzt nicht zu gendern. Zuerst einmal freue ich mich heute über die Vorlage des Magistrats, eine Satzung für den Kulturbeirat der Stadt Kassel hier heute reden zu dürfen. Seit dem Jahre 2018 begleite ich den genannten AG Kulturrat und freue mich, dass ein Kulturbeirat in Kassel nun in greifbarer Nähe ist. Entsprechend der Ziele der Kulturkonzeption erhoffen auch wir uns von einem zukünftigen Kulturbeirat die Möglichkeit, Partizipation zu stärken und zu verstetigen, den Dialog zwischen Politik, Verwaltung und den Kulturschaffenden zu erleichtern. Wie gesagt, bereits im Jahr 2018 hat sich ja zum Kulturstammtisch der AG Kulturrat gebildet, welcher aus Kasseler Kulturschaffenden verschiedener Sparrichtungen, aber vorrangig der freien Szene bestand. Dieser AG hat einen Vorschlag für die Konzeption eines Kulturrats erarbeitet und das Ziel dabei, ein progressives Modell eines Beirates zu entwickeln, welches sich an bereits bestehenden Kulturbeiräten in Deutschland orientierte und als Gremium zur gemeinsamen Vertretung der Interessen der Kasseler Kulturschaffenden dienen sollte. Und nun, heute liegt uns hier ein Ergebnis einer Satzung für einen Kulturbeirat vor. Sie können sich halt vorstellen, das war ein langer Prozess, der getragen wurde von der AG und dem Kulturamt zusammen, gemeinsam. Es wird Sie jedoch aber auch nicht verwundern, dass sich ein mutigerer Entwurf für einen Kasseler Kulturbeirat erhofft wurde. Die nun hier vorliegende Satzung weist zwar erfreulicherweise den Vorschlag einer Vollversammlung aller Kulturschaffenden mit der Wahl Beiratsmitglieder aus den verschiedenen freien Kultursparten auf. In einigen anderen Punkten sind jedoch gute Ideen aus der Idee leider verloren gegangen. Dies liegt selbstverständlich an dem komplexen Spannungsfeld der politischen wie rechtlichen Rahmenbedingungen, eine HGO-konforme Beiratssatzung zu erstellen, damit diese rechtskonform umgesetzt werden kann. Einige gute Punkte möchte ich jedoch hier kurz nennen, die nicht geschafft haben, in der Satzung so zu stehen. Zum einen die Möglichkeit für teilöffentliche Sitzungen sowie das Einladen von Gästen und externen Expertinnen zu diesen Beiratssitzungen. Im Sinne der Transparenz und der Teilhabe wäre dies ein zentrales Element der Beiratsarbeit gewesen, denn dies würde den Dialog und trägt zur breiten Diskussion kulturpolitischer Themen bei und dient gleichzeitig auch noch der Bestätigung des partizipativen Prozesses, der mit der Kulturkonzeptionsworkshops damals begonnen hat. Ein weiterer Punkt ist der Wunsch nach der Möglichkeit für öffentliche Stellungnahmen. Denn um Impulse in die Stadtgesellschaft geben zu können, müsste der Kulturbeirat ebenso wie der Kulturbeirat in Wiesbaden getroffene Beschlüsse und Stellungnahmen veröffentlichen dürfen. Dieser Punkt bleibt in der Satzung leider unklar. Und noch ein kurzer dritter Punkt exemplarisch. Eine Empfehlung für eine diverse Besetzung des Beirates ist auch nicht in der Satzung enthalten, wie es von der AG angedacht war. Das einzige Kriterium für eine vielfältige Besetzung des Beirats sind die Zugehörigkeit zu den jeweiligen Kulturschwerpunkten, was ein guter Anfang ist. Es enthält jedoch keine Empfehlung für eine diverse Besetzung, zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund oder die Einbindung von Personen, die ländliche Kulturschaffende oder Kinder- und Jugendpolitik vertreten. Die Satzung, die uns nun heute hervorliegt, ist ein klassischer Kompromiss zwischen den Wünschen und Forderungen der Akteure der AG und den aktiven und den Rahmenbedingungen der Verwaltung und der HGO. Ein letztes dazu kurz. Auch in Kassel gibt es mit der Geschäftsordnung des Klimaschutzrates ein gutes Beispiel, wie ein bürgernahes, transparentes Diskussions- und Beratungsgremiums rechtssicher gestaltet werden kann. Der Klimaschutzrat tagt nämlich nicht hinter verschlossenen Türen, sondern ermöglicht es Gästen teilzunehmen und kann mit eigenen Maßnahmen, Vorschlägen und Stellungnahmen Diskurse anstoßen. Gleiches wäre auch für ein kulturpolitisches Beratungsgremium wie den Kulturbeirat notwendig gewesen. Gerade jetzt merken wir das besonders. Aber die Zeit wird zeigen, ob ein weiteres Gremium zum Thema Kultur neben dem Kulturausschuss und dem Kunst- und Gestaltungsbeirat überhaupt viel Neues zu kulturpolitischen Fragen beitragen kann, wenn ca. die Hälfte der im zukünftigen Kulturbeirat vertretenen Personen bereits auch schon Mitglieder im Ausschuss für Kultur sind. Aber nichtsdestotrotz ist es ein wichtiger Anfang und ich freue mich, dass der Kulturbeirat in Kassel bald Wirklichkeit werden wird und ich werde den Prozess weiterhin interessiert und gespannt begleiten. Dankeschön.